Guten Morgen, liebe Gemeinde. Einen schönen Gruß aus Heinebach. Es ist toll, dass wir gerade um diese Jahreszeit als Gemeinden miteinander beten. Und wir haben heute ein brisantes Thema vor uns. Ein herausforderndes Thema. Ich möchte mit uns lesen aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die ersten vier Verse. Du kannst gerne mitlesen. So ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Dankgebeten für alle Menschen eintritt, für die Könige und für die alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir haben heute die Aufgabe, den Auftrag von Gott durch Paulus für die Regierung zu beten, für die Menschen, die Obrigkeit, die uns anleitet, die unser Land regiert. Paulus sagt das hier mit Nachdruck. So ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem für diese Menschen betet. Und ich weiß nicht, wie es dir fällt. Beten ist nicht das Leichteste, wenn es um die Regierung geht. Mir fallen viele leichtere Dinge ein. Zum Beispiel die Regierung zu ignorieren. Man könnte sagen, pff, mir egal, was die da machen, geht mich sowieso irgendwie nichts an, ist an mir vorbei. Du könntest vielleicht einer der Menschen sein, die allem zustimmen, was die Regierung macht und sie feiern. Ja, ist alles genau richtig und super, als wären das nicht sündige Menschen, die da oben regieren. Oder vielleicht bist du einer von denen wie ich, die dazu neigen, über alles zu nörgeln, was da oben passiert. Die haben noch keine Ahnung, es ist total am Leben vorbei. Aber Paulus, Gott sagt uns, sagt hier an Timotheus, in einer sehr schweren Zeit, in einer Zeit, wo die Regierung noch viel schlimmer war als unsere, bete mit Bitten, mit Gebeten, mit Fürbitten und Dankgebeten für die Menschen, die in obrigen Positionen sind. Und das wollen wir heute auch machen. Paulus sagt uns, wofür wir beten sollen. Also, was ist das Anliegen? Das Anliegen ist nicht, bete, damit wir besonders reich sind. Bete, damit wir irgendwie in gute Positionen kommen. Nein, es ist eigentlich das Gegenteil. Paulus sagt, bete, dass wir in einem Land leben können, wo wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Das ist das Wofür. Und das Ziel ist auch klar. Paulus verbindet das gleich mit den Grundlagen des Glaubens. Worum geht's eigentlich? Es geht darum, was Gott eigentlich will, nämlich, dass alle Menschen in Vers 4 gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich möchte, dass wir das heute im Blick behalten, wenn wir für die Regierung beten. Es geht um das Evangelium. Wenn es nicht um das Evangelium geht, wenn dein Anliegen irgendein anderes ist, vielleicht willst du einfach nur reich sein, Bequemlichkeit, dann betest du an dem vorbei, was Gott eigentlich für unser Land, für das Land Deutschland will, nämlich, dass das Evangelium größer wird. Und ich fordere dich heraus, überlege zuerst einmal, wofür du danken kannst, wenn du auf das letzte Jahr zurückschaust. Paulus sagt, mit Fürbitten und Dankgebeten. Und vielleicht fällt dir das dieses Jahr nicht so leicht. Aber sei ermutigt. Paulus schreibt das in einer Zeit, in der die Regierung sehr viel schlimmere gemacht hat, Dinge gemacht hat als unsere Ampelregierung im letzten Jahr. Also denk mal drüber nach, wofür können wir danken? Ich habe hier ein paar Dinge aufgeschrieben, du kannst diese Liste ergänzen. Wir können dafür danken, dass wir Frieden haben in Deutschland, obwohl das nicht selbstverständlich ist in der Welt. Wir können danken, dass wir solche Videos posten können und Glaubensfreiheit haben. Wir können dafür danken, für ganz banale Dinge, dass zum Beispiel wir im letzten Jahr erlebt haben oder in diesem Jahr erlebt haben, dass die Corona-Regeln entschärft wurden, abgeschafft wurden und dass die Wirtschaft, aber vor allem die Gemeinden zur Normalität zurückkehren konnten. Ich persönlich danke auch für die Wahlergebnisse in Hessen und dass sich so ein Trend in Deutschland abzeichnet, wo diese hyperliberale Richtung, Tendenz, die jahrelang verfolgt wurde, ein bisschen zurückgeht, ein bisschen Gegenwind bekommt. Das sehen wir zum Beispiel in den Wahlergebnissen in Hessen und wir können für den Wohlstand danken, in dem wir leben. Ich weiß, überall hört man, dass es schlechter geht, dass es ärmer wird, aber wir müssen uns bewusst sein, wie gut es uns eigentlich geht. Das ist Gottes Gnade. Also führ diese Liste von Dankgebeten ruhig weiter fort. Wofür können wir beten? Wir können für unsere Regierung beten, für die Ampelregierung. Wir können für Olaf Scholz beten, der unser Land regiert. Wir können dafür beten, dass
dieser Unmut, der in der Bevölkerung entsteht, nicht zur Verfeindung in der Bevölkerung kommt, dass vor allem wir Christen untereinander und mit den Menschen um uns herum nicht aufgrund von politischen Ansichten verfeindet werden und unfähig werden, das Evangelium weiterzugeben. Wir können darum beten, dass wir in einem Land leben, wo christliche Werte hochgehalten werden. Das gefällt Gott. Wir können für unsere Wirtschaft beten. Deutschland war schon immer ein Land, das Gutes getan hat, auch in die Welt hinein. Und das geht nur, wenn unsere Wirtschaft auch dementsprechend gut ist. Dafür können und dürfen wir beten, dass es uns auch in dieser Richtung weiter gut geht. Wir können beten, dass die unterschiedlichen Kulturen, die in unser Land kommen, dass wir als Christen in der Lage sind, ihnen das Evangelium zu bringen. Und wenn du weltpolitisch denkst, dann kannst du sicher immer noch auch für die Menschen in der Ukraine beten. Lass uns diesen Krieg nicht vergessen. Wir können auch dieses Jahr, ist gar nicht so lange her, für die Menschen, die in Israel und im Gaza-Streifen wohnen, beten, dass die Leute, die da in Machtpositionen sind, gute, weise, gottgefällige Entscheidungen treffen, dass dieses Leid aufhören kann. Ich möchte beten und ich lade dich dazu ein, mitzubeten für diese Dinge und für die Dinge, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Vater, ich danke dir, dass wir in Deutschland leben können. Herr, danke, dass wir in so einem Wohlstand leben können, wenn wir in der Geschichte schauen, wenn wir auf der Welt schauen, so ist das, was wir erleben, obwohl es für uns zurückzugehen scheint, doch viel, viel mehr als die meisten Menschen dieser Welt. Danke dir dafür, es ist deine Gnade. Ich danke dir dafür, dass wir in Freiheit leben. Danke dir dafür, dass wir wieder Freiheiten zurückbekommen haben dieses Jahr, die während der Corona-Krise nicht da waren. Herr, ich danke dir, dass du alles in der Hand hast und dass auch diese grüne, liberale Richtung, die unser Land eingeschlagen hat, ein bisschen Gegenwind bekommt. Herr, du hast es in der Hand, du wirst es weiterführen. Wir wollen es aus deiner Hand erwarten. Wir wollen für das nächste Jahr beten, Herr, für unsere Ampelregierung. Wir wollen beten für Olaf Scholz. Herr, zeige ihm den Weg, schränke das Böse ein und lass das Gute doch wachsen. Herr, ich bitte dich für unsere Landesregierung in Hessen, für die Koalitionsverhandlungen, die gerade noch laufen. Herr, lass uns in einem Land leben, wo wir das Evangelium, dein Evangelium gut verkündigen können, ohne dass wir viele Hindernisse bekommen. Allen Kulturen, die in unserem Land sind, allen Nationen, allen Menschen. Herr, ich bitte dich, dass du auf der weltpolitischen Bühne deine Hand drüber hältst, Herr, dass du eingreifst, wo Böses geschieht, wo Menschen Leid erleben, Herr. Wir bitten dich für die Brüder, für die Geschwister in der Ukraine. Wir bitten dich für die Geschwister in Israel, für die Geschwister in Gaza. Herr, sei du ihnen ganz, ganz nah und sei du vor allem nah bei den Entscheidungsträgern. Gib ihnen ganz viel Weisheit, dass diese Konflikte, wenn es dein Wille ist, bald aufhören. Wir bitten das alles in Jesu Namen. Amen.